Herzlich willkommen bei Dynamic Food. Heute zeige ich euch mal ein paar Schnitttechniken. Ich habe hier so ein paar Zutaten. Die Möhre, Tomate, seht ihr ja alles. Ich fange mal direkt an mit dem, was am wenigsten Dreck macht. Das ist die Möhre. Die ist ganz normal geschält. Schneide ich hinten ab. Das sind einfach nur so Routine-Sachen, wie ich das schneide, damit ihr das wisst und wir nicht jedes Mal euch das in jedem Video einzeln zeigen müssen. Ich halbiere die meistens. Man kann sie auch nochmal so schneiden. Aber ich finde es am besten, wenn die Möhrenstücke in der Größe sind ungefähr. Wenn wir es kleiner haben wollen, wie gesagt, dann können wir es auch so machen. Wir können es auch nochmal so reinschneiden, wie wir es halt mögen am Ende. Das sind je nach Breite alles variabel, ja? Gut, das ist die Möhre. Dann zeige ich euch das nächste. Habe ich hier Lauch. Der ist die erste Schicht, meistens nie so schön. Muss man mal angucken, kann man so jetzt hier vorsichtig ein bisschen abziehen. Das kann im Müll. Ja, wie man will. Man kann natürlich jetzt in Ringe schneiden. Ich stehe auf Julien. Ich lasse das Ende dran, damit es mehr Stabilität noch drin ist. Schneide das so runter. So. Und jetzt schneide ich das Ende ab. Jetzt kann man ganz schön lange Julien schneiden. Man kann es natürlich auch nochmal halbieren, wenn man es einfacher haben möchte. Und dann einfach so runter. Ich mag das, wenn der groß ist, grob und wenn man ihn noch im Essen finden kann danach. So, das mal hier rein. Dann haben wir hier den Sellerie. Beim Sellerie ist ganz wichtig, immer die Außenschale. Ich schneide die immer so mit dem Messer. Einfach das mal runter. Ich muss darauf achten, alles schön sauber ist, dann schneide ich den hier nochmal die erste Schicht ganz dünn ab, weil die ist halt echt nicht sehr schön, die Schicht. Und von der anderen Seite das gleiche machen wir nochmal. Wenn man einen ganzen Sellerie hat, dann hat man natürlich das Problem nicht, dann muss man ihn nur einmal scheren. So, dann schneide ich hier noch die Ecke gerade hier ab. So, und der Sellerie ist sauber. Ja, je nachdem, wie man den Schnittmuster haben möchte. Ich würfel ihn meistens, ich schneide ihn dann so wie eine Scheibe ganz normal ab und dann schneide ich 1, 2, 3, 4. Ich schätze, man hört alles beim Essen. Das Kauen, das höre ich bis hierhin so laut. So, das ist unser Sellerie. Einfach runterschneiden. Was nochmal. Und dann einfach schneiden und dann zur Seite legen und dann kann man den wunderbar würfeln. Und dann ist der auch klein. Kommen wir mal hier rein. So. Die Kartoffel. Ja, man braucht erstmal einen Sparschäler. Ich nehme meinen Sparschäler. Da. Die Kartoffel ganz einfach schälen. Weiß ja jeder, wie das geht. Hoffe ich mal. Immer darauf achten, dass schön alles sauber ist. Und wie bei allem muss man achten darauf, wie man es haben will. Man kann es jetzt natürlich so in Scheiben runterschneiden, aber das ist nicht so einfach. Wir würfeln auch die Kartoffel. Ich schneide einfach so runter. Dann habe ich hier wie so ein Puzzle, setze ich das wieder zusammen. Und dann einmal so, nochmal so, und dreimal einschneiden, zack, 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 zack. Und dann sind unsere Kartoffeln schon fertig. Wichtig, Kartoffeln, wenn man sie noch nicht benutzt oder verwendet, immer in kaltes Wasser legen, weil sonst trocknen sie aus und haben nachher keine Farbe mehr und verlieren alles an Stärke und Inhaltsstoffen. Dann kommt jetzt noch einmal die Paprika, der Klassiker. Oben Kopf abschneiden. Dann hier noch einmal Arsch ab. Dann sucht man sich eine schöne Stelle, schneidet das so ein. Dann kann man die so ein bisschen aufbrechen. Na, ich will das ein bisschen langsam machen für euch. Dann kann man jetzt hier, wenn man ein schönes scharfes Messer hat, einfach im Kreis
wundervoll langschneiden. Und man hat so wenig wie möglich Abfall. Und man hat halt die Paprika komplett. Ich schneide sie dann so in Streifen. Dann lege ich sie quer. Kann sie natürlich auch in Streifen lassen, wie man will. Das ist halt jedem selbst überlassen, wie man es schneidet und wie man es macht. So, es soll auf jeden Fall, wenn man ein Gericht hat, sollten alle Sachen gleichmäßig sein und nichts sollte irgendwie größer oder noch größer sein oder noch größer. So, die Zwiebel, dann kommen wir zur Zwiebel. Zwiebel, das Wichtigste bei einer Zwiebel ist, nie durch den Mund atmen, immer durch die Nase atmen. Nein, genau andersrum. Immer durch den Mund atmen. Weil wenn man durch die Nase atmet, dann zieht sich die ganzen Inhaltsstoffe in die Augen. Also in den Nasengegend sitzen ja auch die Nerven von den Augen und alles. Und dann kann man schnell anfangen zu weinen. Ich habe mal irgendwelche Leute gesehen im Internet, die haben sich einen Löffel dann im Mund gesteckt, das soll angeblich helfen. Aber ich halte das für Humbug, einfach durch den Mund. Kaugummi-Kauen, sehr guter Trick, ja. Wenn man Probleme mit der Schale hat, einfach mit einem Messer kann man die auch noch hier abschälen. Je leichter die Zwiebel zu schälen ist, desto älter ist die Zwiebel. Und desto schwieriger, hier ist zum Beispiel, die ist schon matschig ein bisschen, dann nehmen wir das noch ab hier. Ich schneide das hier so einfach grob weg. Desto einfacher es abgeht, desto älter ist sie und desto schwieriger es abgeht, desto jünger ist die Zwiebel. Aber das ist bei fast allen Zutaten. Also ich schneide die Zwiebel erstmal zack, zack, zack schön schmal ein. Dann gehe ich einmal hier nochmal so rein und dann nochmal hier oben. Und dann schneiden wir uns die Würfel ganz vorsichtig hier runter. Ja, und da haben wir dann halt unsere Zwiebelwürfel. So. Sind wir fast fertig mit dem Video hier. Ich wollte euch noch die Knoblauch zeigen. Oder das Knoblauch, der Knoblauch. Ich schäle den immer so ab. Ziehe den dann so runter. Schneide die Spitze ab. Und dann... Ja, ist halt wieder auch das Ding so... Wenn die Schale so dran klebt, dann ist er relativ frisch. Machen wir den Knoblauch, dann schneide ich den auch wie die Zwiebel kurz so ein bisschen ein. Einmal in die Mitte und dann und den hier wunderbar runter. Und wenn man ihn richtig cremig haben will, dann nimmt man noch jetzt etwas Salz. Macht das hier so rüber. Das saugt jetzt die Flüssigkeit raus und wir können den perfekt hacken. Er bleibt auf der Stelle liegen. Natürlich, umso mehr man hat, umso schwieriger und komplizierter wird es am Ende. Ja, das waren unsere Schnitttechniken. Eigentlich ganz simpel. Ich kann euch noch einen Champignon zeigen gerade. Da haben wir nämlich auch noch zufällig welche da. Ein Champignon nie waschen. Ein Champignon hat immer die Eigenschaft, dass er sich komplett vollsaugt mit Wasser. Man kann den... Wenn man den ein bisschen sauber haben will, nimmt man feucht und macht das ein bisschen nass. Man kann dann die dreckigen Sachen lang machen. Oder man nimmt ein Messer und schabt den so leicht ab. Das macht man halt auch bei vielen Pilzen. Aber ich finde, bei Champignons ist das halt nicht so wichtig. Wir schneiden bei uns das Ende hier einfach kurz ab, so, weil es ist schon vertrocknet. Das ist das Härteste. Und einfach Champignon schneide ich immer einmal die Hälfte. Und dann so runter. Ja. Das waren unsere Schnitttechniken. Und ja, ich hoffe, meine Frau macht daraus ein richtig schönes, kurzes Video, damit es nicht so lang ist. Und ich hoffe, ihr habt damit auch alle Techniken dann jetzt im Griff. Und wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren. Euer Hennes.